Moin Leute, willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir sind unterwegs in dem dicken, fetten Raumschiff, in dem Lucar Hulk. Ich glaube, so wurde es ausgesprochen. Quasi in der Basis der Begglum Raiders. Oh, hier liegen eine Menge Droidenköpfe. Und wir sind auf der Suche nach Sie, dem alten, antiken Roboter, den wir damals kennengelernt haben. Denn offensichtlich hat es mit diesem Roboter mehr auf sich, als wir dachten. So. Feinde in der Nähe. Ich war schon mal Gebiet hier ist eben, blockiert. deswegen leuchtet der Roboter schon so gelb. Ich habe mich nicht ganz so gut angestellt. Hinterher, Kerl. Okay. Ja. Die sind ganz schön schnell. Okay. Aua. Oh, weg mit dir, mein Freund. Okay, den haben wir schön auseinandergenommen. Gesichert. Weiter nach oben, ja? Irgendwie. Naja, du kannst leicht reden, du hast ein Jetpack, aber ich muss wieder klettern und dashen und sonst irgendwas für Stunts hier Was mit den machen. Balken? Ja, alles gut, ich sehe den Habe Balken. nie an dir gezweifelt. Ist wieder toll, mit Boat unterwegs zu Geh weiter. sein. Dreh dich um und sorge dafür, dass wir keine Überraschungen erleben. Sei vorsichtig. Okay, da drüben kommen gleich die nächsten Droiden. Wir sollten vielleicht mal Stim. ein Stim nehmen. Ach schade. Irgendwann befreien die sich. So eine Scheiße. Ich wollte jetzt einfach beide ganz entspannt da runterwerfen. Her. Naja, gut. Hier ist überall Strom, das gefällt mir gar nicht. Bin nicht der größte Freund davon. Was müssen wir machen? Hier lang erstmal? Okay, dann dash mal hier rüber. Und was ist jetzt hier? Oh, okay. Das Timing war offensichtlich auf unserer Seite. Einmal da durch. Ey, Kerl, nein, tu mir das nicht an. Nicht schon wieder. Nein! So, manchmal ist das Parcours, ist der ganze Parcours-Shit hier echt anstrengend. Ich klettere an einem schrottreifen Kriegsschiff hoch. Fast wie in alten Zeiten. Ja, so hat's angefangen, Kerl. So hat's angefangen. Hat's tatsächlich. Aber, wo muss ich jetzt hin? Da oben? Ah, okay, alles klar. Wo wollen die denn? Alter, die haben eine Menge Panzer da unten. Ich hätte auch gern so viele Panzer. Und auch Raumschiffe. Holy shit, die sind echt gut ausgestattet. Wir müssen alles zerstören. Alles, was wir hier sehen, alles muss weg. Wie bei so einem Räumungsschlussverkauf. Alles muss raus. So, erstmal hier. Abkürzung schaffen. Oh, wer bist du denn? Oh. Ja, wo ist deine Ausdauer jetzt, hä? Ja, so sieht's nämlich aus. Was willst du tun? Ja, bedient, mein Freund. Oh, wir haben den dritten Fähigkeitspunkt. Aber der hat wirklich auf den Sack gekriegt. Bin ich sehr zufrieden damit, wie wir den bedient haben. Okay, warum? Ach, da muss ich jetzt rüber, okay. Kann ich hier vielleicht durch die Tür noch durch? Nee, Tür lässt mich nicht durch. Böse Tür. Na gut, dann einmal hier rüber dashen. Wo muss ich hin? Ach, darüber, okay. Okay. Wir nähern uns den ganzen Schiffen auf jeden Fall. So, erstmal hier Pause machen. So, da unten haben wir ein paar Gegner. Das ist ja ganz nett.
Da drüben sind die Schiffe. Könnten sie einen ganzen Planeten erobern. Ist halt echt so. Eine ganze Armee haben die hier. So, dann gehen wir jetzt darüber, hä? Huh? Bleibt wach. Wir haben Bericht über Feinde in diesem Bereich. Wir werden angegriffen. Hier? Kampfbereit. Haltet den Bereich abgeriegelt. Was immer Ravis vorhat, es hat unerwünschte Aufmerksamkeit erregt. An jedem anderen Tag wäre soll ich hier runter? Von diesen dummen Prospektoren bedeutungslos. Aber jetzt haben sie Unterstützung im Kampf. Hä? Wo soll ich denn hin? Jetzt haben sie mich auch noch gesehen. Das macht's halt jetzt nicht besser. Jetzt habe ich die aufmerksam auf mich gemacht, aber ich komme halt nicht zu ihnen runter. Ah, ich sehe. Ich muss mich hier droppen lassen. Und dann hier hin. Oh, ist das dämlich. So, machen wir es uns doch ganz einfach, wenn sie alle schon so nah am Abgrund stehen. Dann kann man es halt auch einfach runterschubsen. Das ganze Schiff weiß jetzt, dass wir da sind, oder? Wissen sie doch auch vorher, oder? Also ohne Scheiß. Kann ich hier auch durch? Nee, okay. Weiße Wände sind tabu. Ja, was will ich jetzt hier? Gibt es überhaupt irgendwas für mich? Okay, wir folgen den Seilen, den gelben Kabeln. Okay, hier geht's weiter. Wartet hier irgendwie jemand auf mich? Das würde hier ganz gut passen. Oh, schön. Eine Abkürzung. Vollstrecker. Schön. Wir geben mal eben unsere Fähigkeitspunkte aus. Und heilen uns und dann gehen wir wieder weiter. Ich werde jetzt erstmal meine 3 Fähigkeitspunkte ausgeben, um den besseren Machtsog oder was auch immer zu holen. Zumindest um alle Gegner zu mir ranziehen zu können. So, nehme ich das hier. Mit der größten Machtresistenz. Unerbitterlicher Magnet. Oh ja, damit bringen wir auch die starken Monster zu Fall. Und vielleicht auch die Leute mit den Jetpacks und so. Das könnte uns schon ganz gut helfen, vor allem weil ich das ganz gerne benutze. Oh, ich habe mich nicht geheilt. Ja, also wenn man starke Macht zur Verfügung hat, dann kann man damit auch die stärksten Gegner ins Wanken bringen. Darauf habe ich Bock. Es hat immerhin 3 Punkte gekostet, das muss jetzt auch was bringen. Wir werden uns gleich davon überzeugen, sobald wir einen stärkeren Gegner vor uns haben. So, was ist denn jetzt hier? Wie soll ich denn da hochkommen? Okay, erstmal darüber. Du hast Mut, dich gegen uns zu stellen. Oh, was? Mein Tod wird uns nicht aufhalten. Ihr Pisser! Lauf weg! Ich erledige. Oh, was? Okay, wir haben den Druiden erstmal weg. Das ist das Wichtigste. Aua. Hallo. Hallo, lasst mich doch mal meine scheiß Heilung nehmen. Was ist mit euch? Was ist euer scheiß Problem? So, jetzt nehme ich. Die sind einfach zu schnell, die zwei. Das geht nicht. Noch nicht. Die Galaxis wird unsere Geschichte erfahren. Okay. Ich bin okay. Unantastbar. Leute, meine Fresse, das ist ja stressig. Vor allem leckt es, wenn die zwei immer zu ihre schweren Angriffe machen. Ey. Das war einfach nur nervig. Okay. Da kann ich mit meinem Langschwert auch nicht so viel anfangen, weil die einfach zu schnell sind. Da brauche ich das Doppellichtschwert, um auch noch parieren zu können, wenn die angreifen.
Aber, oh mein Gott, war das nervig. Ich habe halt versucht, erstmal den Droiden rauszunehmen, weil der am meisten Potenzial hat zu nerven. Aber die zwei zusammen, ey. Ich werde dir die Kehle durchschneiden. Nochmal verfehle ich die... Oh, da ist eine Rakete. Oh, weg mit dir. Okay. Es ging schon mal deutlich besser. Oh. Ich hab das nicht gewollt. Oh, okay. Ich hab das auch nicht gewollt. Nimm das. Stoß. Aua. So, jetzt Angriff. Der muss doch mal seine Ausdauer verlieren. Bruder, weg mit der Ausdauer. Unser Sieg ist nicht zu verhindern. Verdammt. So, mach ihn jetzt weg. So, jetzt komm, mach einen schweren Angriff, dann kann ich dich hinterrücks angreifen. Ah, nein, mach doch nicht sowas. Okay, nur noch einer. Ab jetzt sollte es doch einfach sein. Ach komm, da erwischt er mich mit dem Kack noch. Ja, natürlich. Ich werde noch nicht sterben. Er macht auch direkt wieder einen schweren Angriff, gell? Das nervt mich so hart. Ich werde nicht nachgeben. Ja, musst du ja nicht nachgeben. Muss nur auf den Sack kriegen jetzt hier. Komm, einmal Ausdauer weg und dann bist du am Arsch. Meine Fresse, war das anstrengend. Ich frage mich. Och, na klar. Hol ihn dir. Geht direkt. Naja, okay, gegen den komme ich klar. Ein Jedi. Dekalibriere Angriff vorgehen. Aua. Ja, gib ihm. Oh! Leute, wir haben ihn geköpft. Gut, dass du noch in einem Stück bist. Ja, ist aber auch knapp hier. Du bist sicher froh, dass Marin sich der Crew angeschlossen hat. Ja, sehr froh. Freut mich, dass sie uns helfen will, Tenalor zu finden. Moment. Hörst du das? Oh nein. Perfekt. Das ist doch nicht fair. So, einmal gegen die Wand und jetzt Angriff. Gib dich auf. Oh, ich bin fast down. Boat, mach das mal. Ich kann halt nicht mehr angreifen. Ich bin halt so low, ich habe noch ein HP. Was soll ich tun? Ich will gegen die nicht sterben direkt. Boat, ja, schieß weiter drauf, komm. Hey, ich hab doch geblockt. Was? Wie konnte der mich einfach wegmachen? Ich hab doch die ganze Zeit mein Lichtschwert bereit gehalten, hä? Ach, komm schon. Ich hätte den jetzt einfach von der Seite angegriffen. Boat hätte den anderen gemacht. Ich hätte den angegriffen. Sie hätte mir die easy gemacht. Aber nein. Okay. Spiel ist der Meinung, es muss kurz laggen. Okay, einen Moment. Ja, atme lieber nochmal durch, Kerl. Das Spiel... Okay. Ist jetzt besser? Hast du gut geschlafen? Ja. Macht zumindest den Eindruck. Also manchmal verliert dieses Spiel echt viele Framedrops. Also es verliert echt viele Frames. So eine Scheiße. So, naja gut, dann müssen wir nochmal durch den Mist hier durch, ja?
Aber jetzt hilft mir Boat bei dem Kampf. Hat er mir vorher nicht. Ja, Boat, komm schon. Warum habe ich eigentlich vorhin keine vom Boat gehabt? Das macht alles jetzt so viel einfacher. Ja, knall ihn einfach ab. Knall ihn einfach ab. So. Diesmal haben wir ja nicht so viele Stims verbraucht. Das ist gut. So, kommt hier irgendwie noch ein Gegner? Ah, okay. Die Magna-Wache oder wie die hieß, kommt gar nicht. Einen Moment. Kann ich hier? Ja, ich kann, oder? Oh. Oh. Okay, das erleichtert so einiges. Dass ich da nicht drauf gekommen bin. Egal, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es gesehen. Okay. Ja, easy. Da können wir die nervigen Gegner zumindest umgehen. Dann kümmern wir uns mal wieder um die Kampfdroiden. Ne, wie hießen die? So, einmal gegen die Wand. Da, zack. So, das war ja überhaupt kein Problem. Das erste Mal habe ich mit meinem Meister während der Klonkriege gegen Droidikas. Ah, Droidikas, genau. Er musste sie ausschalten. Ich wette, er wäre stolz. Das hoffe ich. Ach, Droidikas waren ja auch echt hart. Also, das war doch der größte Feind des Jedi gefühlt. Feinde! So. Die haben wir eigentlich ganz gut ausgeschaltet mit der Granate. Ja, werf doch richtig. Okay. Nicht nur dabei ist, um Tannenlord zu finden, oder? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Na, Boat, keine Ahnung, wovon du redest. Jedis dürfen doch keine Beziehung haben und sowas. Also, pssst. Okay, sehen wir mal nach, was wir hier haben. Ein Turbolift. Ist da drin der, von dem ich denke, dass das ist? Das muss ich mir genauer ansehen. Ey, das ist sie, ja? Ja, das ist sie. Wo fährt er hin? Zum Kontrollturm. Dann ist das unser Ziel. Ich sehe ein Problem. Da unten. Ich sehe ein Problem, ja. Was, wo? Droiden. Wir haben schon Schlimmeres gesehen. Sie oh nein. Oh nein, 1, 2, 3, 4 von den Dicken. Ja, die Kleinen kriegt man hin, aber die Dicken. Siehst du das? Ja, was soll ich denn sehen? Mein Fernglas hat zu große Zu viel Vergrößerung, okay. Was denkst du? Das ist riskant. Riskant haben wir längst hinter uns gelassen. Ja, das kann man wohl sagen. Ciao. Fliegt einfach durch das Loch in der Scheibe, der Bruder. Na gut, klingt nach einem Plan, Boat. Probieren wir es. Oh, warte mal, da hinten ging es um die Ecke. Da gucke ich kurz noch, was da ist. Das Schiff kann nicht fliegen, aber an Bord befindet sich ein Hangar voller Fahrzeuge. Eine Armee, die uns gehört. Bereit, diesen Planeten nach meinem verschollenen Meister zu durchkämmen. Ah, sein verschollener Meister, Dagon Gera, also... Ah, ich muss hier sowieso lang. Okay. Wupp, wupp. Wenn es soweit ist, gebe ich Signal. Ja, Signal? Kannst du ja machen, aber wo muss ich nicht hin? Bitte nicht entgehen. Muss ich an so eine Kiste? Oh ja. Was gibt's? Oh, das ist gar nicht so gut. Okay, Druidika erstmal ausgeschaltet. Au! Der schlitzt mich einfach auf, der Sack. Kann ich aber auch. Oh, einmal den Schrott beiseite räumen.
muss ich denn lang? Hä? Hier ist ein Knopf. Ach, hier ist ein Fahrstuhl. Sollte ich nur vielleicht eine Heilung nehmen? Oh, scheinbar nicht nötig. Machen wir eine Pause. Okay, das ist aber ein neuer Knotenpunkt hier. Meditationspunkt. Okay. Ob das ein Signal war? Ja, da ist leider der Weg zu Ende, mein Freund. Was willst du tun? Aber trotzdem mies, dass wenn ich die im Nahkampf mache, dass sie mich einfach so unrollen. Ja, werft nur weiter eure Granaten, das gefällt mir soweit. Oh. Ein Geschütz also. Ey. Ich hab doch gesehen, dass da irgendwas geleuchtet hat. Einmal das dicke Lichtschwert rausholen. So, gar kein Problem, mein Freund. Jetzt laufen wir hier schnell vorbei, dass das Geschütz uns nicht... Wollte ich gerade sagen, trifft mich das hier nicht? Oh, es trifft mich. Ja, hallo. Dash doch darüber, was ist dein Problem? Nein, stell dich doch nicht so an. Nächstes Geschütz. Also da hinten war was. Ah, nee, da muss ich durch diese Tür, okay. Roger, Roger, würde ich sagen. Okay, die haben mir Zeit gelassen. Das ist nett. Okay, rennen wir einfach mal durch. Also hier in der Gegend ist das Spiel nicht sonderlich performant, muss man sagen. Liegt aber vielleicht auch an den ganzen Geschützen und dem ganzen Mist. Okay. Deckung soweit mitgenommen. Hier hinten gibt es noch irgendwas zum Ausschlürfen. Ja, gib mir das. Und nun, um meine Arbeit zu testen, Droide, töte ihn. Roger, Roger. Roger, Roger. Ja gut. Also ich kann an den Dingern langlaufen, aber was bringt mir das? Gibt's auf der anderen Seite irgendwas, was mich erwartet? Hä? Wo muss ich hin? Ah, okay, hier drüben gibt es irgendwie noch einen Weg, den ich nicht gesehen habe, oder was? Ach, da oben. Ja, gut. Das habe ich natürlich wirklich übersehen. So, wer wartet hier hinter der Ecke auf mich? Oh. Macht euch kampfbereit. Na dann. Gib dir Mühe, Jedi. Okay. Aua. Er ist irgendwie sehr schnell manchmal dafür, dass er so einen fetten Hammer schwimmt. Oh ne. Lass dich doch nicht von dem Hammer treffen, Bruder. Hey, er lässt sich auch nicht... Er lässt sich auch nicht hauen oder so. Hä? Was mache ich? Hä? Was habe ich gemacht? Der ist komisch gewesen. Der... Hä? Die Angriffe kamen manchmal viel zu schnell dafür, dass er so einen dicken Hammer hat. Aber ich habe mich auch nicht gut angestellt. Jetzt muss ich nochmal bis darüber rennen. Oh Gott, okay. Ich melde mich, wenn ich wieder bei ihm bin. Okay, es wird Zeit für den nächsten Versuch. Vielleicht sollte ich die Abkürzung freischalten. Okay, die Abkürzung schießt nur auf mich. Ist nicht die beste Idee. Naja, gut. Los geht's. Erstmal ein Lichtschwert werfen. Ach komm, als ob der mich trifft. Halte die Stellung. Ja, komm. Ja, jetzt gibt's auf den Sack, mein Freund. So sieht's nämlich aus.
Ey, das ist nicht wahr. Ich wollte gerade heilen. Ich habe gerade gesehen, wie kann ich diesem Angriff ausweichen, ohne Scheiß. Muss ich springen oder was? Der macht ja einen richtigen AOE-Angriff. Also da trifft er die ganze Fläche vor mir. Och Mann. Der ist doch eigentlich nicht so schwer. Ich darf mich nur nicht so dumm mit den Heilen und so anstellen. So, jetzt haben wir aber die Abkürzung. Jetzt kommen wir schneller zu ihm. Wir laufen einfach hier vorbei. Zack. Und hier rüber. Augen aufs Ziel. Na los, komm. Ziemlich schnell. Gib dein Bestes. Kämpfe mit mir. Oh. Ja. Seht ihr, das trifft mich trotzdem. Doch bescheuert. Das muss besser werden. Ja klar muss das besser werden. Was soll ich machen? Ich kann auch nicht wegspringen oder so. Obwohl es knapp war, aber... Noch nicht erledigt. Okay. So, jetzt aber. Ein Sack, Junge. Ein Freund von dir? Oh, Boat. Du bist erledigt. Schieß. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Braucht irgendjemand einen Hammer dieser Größe? Jetzt nicht mehr. Ist ein geiler Hammer. Ich würde ihn nehmen. Boat hat mir einfach den Kill gestealt. Ne? Aber gut, dass er gekommen ist, um mir zu helfen. Hey, wie konnte man diesem Hammerschlag ausweichen? Jedes Mal hat er mich getroffen. Jedes Mal. Hätte ich vielleicht knapper ausweichen müssen oder sowas? So, was will ich denn jetzt hier? Wie soll ich denn da lang? Hä? Wo ist denn mein Ziel? Hä? Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Soll ich vielleicht einen Wallrun machen an diesem Teil? Aber das bringt mich ja nirgendwo hin. Oder? Ich meine, ich könnte. Okay. Das war wirklich der Sinn davon. Okay. Meinetwegen. Sieh dir das an. Kannst du sie irgendwie hochziehen? Ich habe eine Idee. Okay. Was machen wir jetzt? Da! Ja. Oh, stark. Schlecht. Starke Nummer. Okay, ich hätte gerne die Abkürzung hier. Der gute Boat zeigt wieder mal seine Muskeln. Was sind das für Gebäude? Dafür ist er da. Der Begriff lautet Jurten. Wohnquartier. Idioten? Ach so. So viele Idioten wie nirgends sonst. So viele Idioten gibt's nirgends, ne? Dann sind wir ja mittendrin. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut klingt. Lass mich hier mal wieder rein. Ich hätte gerne da hinten diese Erinnerung. Lebst du noch? Ne. Hey, das sind ja noch Originalkampfdroiden. Gut. Bald werdet ihr einem neuen Meister dienen. Was haben wir denn hier, hä? Oh. Oh, okay. Abkürzung freigeschaltet. Das ist doch mal was Schönes. Das sieht man doch gern. Okay, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. So, hier einmal links. Da einmal durch. Okay, da sind wieder Kampfdroiden und Leute. Na dann werfen wir uns rein ins Getümmel, würde ich sagen. Einfach direkt rein. Aua. Okay, ich habe mich bisher noch nicht so gut angestellt. So, machen wir mal den. Oh, hinter mir. So, du machst mir auch bitte keine Probleme. Die finde ich immer noch am schlimmsten. Eine ruhige Kugel schieben, sagt er. Ja, ist schon ganz nett hier, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so super wohnlich, aber hey. Kann man bestimmt leben hier. Häuser? Sicher. Warst du nie auf Marek 9? Wer braucht schon Häuser? Was seid ihr für Leute?
Sieht ja auch super toll aus mit den ganzen Droidenleichen hier dazwischen. Ich werde nicht sterben, nicht hier. Piep, 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 piep. Tot. Hm. Oh, da wird trainiert. Ich werde ihm mal meine Hilfe beim Training anbieten. Och nee, das sah aus wie so eine Wand, da der mal langlaufen kann. Boat, greif mal an. Nice Shot. So, du kämpfst jetzt auf meiner Seite. Los geht's. Ich habe den besseren Kämpfer. Oh, das war's schon. Ja, springe ich da einfach rüber oder was ist hier? Was ist das Begehr? Ich springe einfach rüber. Aua. So, erstmal weg. So, dann heilen wir uns erstmal. So. Oh, das waren zwei Droiden. Oh, und noch mehr Droiden. Oh, hier ist gar nicht so gut. Hier ist gar nicht so gut. Du wirst schwächer. So, einmal gegen die Wand werfen, bitte. So, ich brauche einmal Healing. Ja, bist sehr okay. So, den kleinen Scheiß haben wir weg. Jetzt kommen wir zu den großen Freunden hier noch. Ah, geschubst. Hahaha, hingefallen. Du Noob. Oh, hier ist noch einer. Oh, na klar. Ey, der letzte tötet mich. Das ist ein Witz. Das ist so ein Witz. Das ist so ein Witz. Ey, ich hab doch ausweichen. Ich hab gedrückt. Die beste Ausrede eines jeden Gamers. Ich hab doch gedrückt, aber ich hab gedrückt, ohne Scheiß. Ach, die wollen mich doch verarschen. Das gefällt mir nicht. Oh, das bezweifle ich. Na gut, dann geh mal schön. Ist, als ob der Letzte mich gekillt hat. Das fuckt mich gerade so ab. Super duper. So, ihr seid erstmal alle weg. Soweit ganz gut. So, helf mir mal. Genau, du greifst da mal an. Okay. So, weg mit dir, mein Freund. Ein bisschen Leben haben wir noch. Dann gehen wir weiter. Zu meinen Freunden da hinten. So, seid ihr noch hier? Kann ich euch einmal gegen die Wand schubsen? Kann ich nicht. Hä? Sie sind nicht mehr hier? Na gut, dann nehme ich mir doch einmal einen Stim. So, und von euch werde ich gerne jemanden auf meiner Seite. Obwohl, wir gehen erstmal rüber. Okay, ja, jetzt wird hier ein bisschen voll, das Haus. So, einmal alle in die, hier genau, einmal alle hinwerfen. So, dann wird die Performance ist gerade gar nicht so gut. Ach du kommst erst danach, oder was? Wer ist denn hinter mir? Oh. Ja, Boat, du hältst die da in den Schach, oder? So, weg mit dem Druidiker. So, nehmen wir mal das schwere Lichtschwert raus hier. Ja, genau, Boat. Einfach ablenken, genau. Ich
Gut. Haben wir schön aufgeräumt. Ich finde, das haben wir perfekt gemacht. Sobald das hier vorbei ist, können Cutter und ich endlich ausruhen. Wer ist denn Cutter? Ach so, hattest du nicht ein Kind oder so? Eine Tochter oder eine Frau oder so? Ich sollte mich hier mal umschauen. Hier gibt es bestimmt noch irgendwelchen geilen Scheiß zu finden. Was war das? Da drüben gibt es keinen geilen Scheiß, oder? Ich habe dieses Seil nur für dich runtergelassen. Ja. Freut mich, dass du das nur für mich getan hast. Lieber das Seil als... Hey, wo ist er hin? Er hat sie einfach wegteleportiert. Ja, ich komme ja schon. Hey, hier ist er auch nicht. Wo soll er denn hin sein? Beschwert sich hier? Hä, wo ist er denn? Naja, gut. Ja, ich sehe dich da oben. Ich sehe euch alle. Oh, Seilrutsche. Perfekt. Erstmal die Abkürzung. So, na dann. Gebt mir, was ihr drauf habt. Kommt. Oh, ist wieder so ein Hammertyp. Erstmal die alle wegmachen hier. Okay, das ist nicht so gut. Vor allem, dass die Performance darunter leidet, ist auch nicht so gut. Performance. Nee, du absorbierst keinen Schaden. Okay, das ist gerade fast unspielbar. Holy shit, ist das laggy. Aber hey, wir kriegen es hin. Heilen. Ach Gott, Performance. Ja, schlag doch durch den Druiden durch. Okay, und Hammerboy ist da. Na komm, mach deinen komischen Hammerangriff. Ich kann da nicht ausweichen. So, jetzt mach immer einen schweren Angriff, so. Na klar. Wenn nicht heute, wann dann? Nochmal verfehle ich dich nicht. Ey, unausweichbar, dieser Angriff. So, wir machen jetzt Zeitlupe, so. Du kannst mich nicht brechen. Nee, er macht's. Ich hasse alles. Ich hasse alles. Was? Wenn der Gegner einen Angriff hat, dem du nicht ausweichen kannst und du hast keine Heilung mehr, was machst du dann? Was zum Fick machst du dann? Ich habe keine Heilung mehr gehabt. Was soll ich tun? Ja, das ist bescheiden. Aber hey, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und versuchen es bei der nächsten Folge nochmal. Ich meine, die Performance, das geht auch so gar nicht. Ja, ich weiß nicht, wie sehr man es im Video sieht, aber es hat geleckt wie Scheiße in dem Kampf. Und das ist natürlich auch ein bisschen bescheiden. Ich habe es natürlich ganz gut hingekriegt, die meisten Droiden wegzumachen, trotz der Performance, aber... Dann kommt der Typ mit seinem fetten Hammer, ich habe keine Heilung mehr und er haut mich einfach weg. Er smackt mich einfach weg. Naja, wir werden uns nächste Folge nochmal mit ihm anlegen. Das sollte kein Problem sein, hoffentlich mit etwas mehr Performance. Aber ja, ich würde mal sagen, das war's für heute. Schönen Dank fürs Einschalten und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin, lasst es krachen und ciao, ciao.